Und herzlich willkommen zurück im X-Universum. Ja, ich habe mir mal die Mission nochmal genauer angeschaut. So richtig kommen wir momentan nicht weiter. Die grüne Schuppe, die müssten wir erstmal finden, das Territorium. Geht schon mal los. Können vielleicht jemanden fragen, das wäre noch eine Idee. Diese komischen Kerle, die wir abschießen müssen, müssen wir vielleicht auch fragen. Dann brauchen wir noch das Agnus-Steak. Reisemodus deaktivieren. Das ist eine Xenon-Base. Ich werde mal noch ein paar Reisemodus aktivieren. Ich werde zumindest noch mal eine Station hier. Vielleicht nehmen wir noch eine Mission hier an. Auf der anderen Seite ist das hier im Argonen-Universum sind es echt schwere Missionen, finde ich. Ne, wir machen es anders. Reisemodus deaktivieren. Wir machen es anders. Wir machen es so, dass wir vielleicht unseren Frachter mal einsetzen. Wir gehen dorthin, wo unser Frachter ist. Ja, wir schauen mal, was es auch noch für Missionen gibt. Und machen dann mal ein paar Frachtermissionen, ob wir das überhaupt hinbekommen. Denn noch habe ich keine Ahnung, wie man hier profitabel Waren von A nach B liefert. Missionen? Oh my goodness. Tiefenscan. Ah, Xenon. Nee, ich möchte, um ehrlich zu sein, möchte ich nicht in Xenon-Gebiet. Die sind tatsächlich, ist es angehoben worden. Die sind nicht ungefähr, die sind gefährlicher geworden. Um einiges gefährlicher. Was haben wir noch? Sehr einfach. Ach, wieder die Satelliten arbeiten. Oh. Gibt aber auch kaum was, ne? Von der Belohnung her. Wir brauchen jetzt mal Aufträge, die halbwegs. Was sind bei moderat? Konstruktionsmaterial nötig. Puh. Gefällt mir hier irgendwie alles nicht. Wo ist denn unser... Ne, gefällt mir echt nicht. Wo war denn unser... Hadikavs Entscheidung, oder? Dort lag unser... Wo ist denn Hadikavs Entscheidung? Achso, wir sind ja dort. Hier lag doch unser... Ist das hier? Callisto, ne? Callisto. Zeig mal für die Callisto. Das ist unser Frachter, richtig? Was hat denn der für einen Laderaum? Schiffskapazität 0. Containerlager hier. Da ist noch was drin, kann das sein? Wir haben nur Container, wir können Containergüter, können wir hier. Keine Flüssigkeit, keine Feststoff. Wieso gehst du jetzt wieder weg? Hier.
Dann hier. Okay, dann gehen wir mal hin. Erbitte Erlaubnis zum Andocken. Hier haben wir ja einen Captain drauf, den können wir dann in unsere Staffel einordnen. Reisemodus aktivieren. Die Frage ist eben, was handeln wir? Und mit wem? Wohin? Schwierig, oder? Vielleicht haben sie ja eine Mission zum Handeln? Schwer anzunehmen. Schauen Sie uns halt mal an. Ich habe noch keinerlei... Wir haben noch nie gehandelt. Ich habe keine Ahnung. Reisemodus deaktivieren. Landeerlaubnis. Andockerlaubnis erteilt. Das ist nett. Was ist eigentlich das hier drüben? Achso. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass früher mehr Schiffe angedockt und angedockt und abgedockt sind. Erfolgreich angedockt. Willkommen. Danke. So, dann setze ich mal hin. Ja, du hast jetzt Arbeit, das erste Mal seit langem. Wo steht's denn? Das ist natürlich auch ein cooles, großes Schiff, ne? Bewegt sich das auch? Ach nee, das wird repariert, schaut hin. Ich denke, das wird repariert. Wir gehen aber erstmal, bevor wir zum Schiff gehen, hier und schauen mal, ob die vielleicht dieses Steak haben. Damit wir die Mission irgendwann vielleicht doch mal losbekommen. So, mein Freund. Ich hätte gern Steak. Ich sag's nicht gern. Hallo. Hallo. Hätte gern ein bisschen Steak. Bitte sehr. Es wäre so schön, wenn du Steak hättest. Fruchtsalat. Bombenwerfer. Das ist neu. Was, wie viel kostet der? 216. Ja, solange wir es nicht brauchen. Obwohl, dann haben wir es wenigstens, ne? Im Grunde ist ja egal. Was das hier soll, weiß ich auch nicht. Allgemeine Güter. Wir haben Grundlagenseminare für die Schiffssteuerung. Die Frage ist, braucht man das? Ich glaube schon, ne? Kann man das, kann man denen das irgendwie geben, damit die besser werden? Die haben kein... Wer hatte denn die blöden... Wahrscheinlich in einem anderen System, ne? Haben die Steaks. Die haben hier keine Steaks. Ich sag's nicht gern. Viel Glück da draußen. Und wartet mal, Missionen? Missionen? Wir hatten doch noch was. Waffenteile. Ich
instabiler Kristall. Instabiler Kristall wird gesucht. Und was war... Nie. Was ist das eigentlich hier? Okay. Nee. Lass es mal. Nee, oder war das noch mit den feinen Mahlzeiten? Oder ist es tatsächlich jetzt weg? Ja, Konstruktionsschiff. Das sind die Hauptmissionen, ne? Aber die feinen Mahlzeiten sind weg. Seht ihr es? Das ist merkwürdig. Und schalte dazu. Okay. Kann es sein, dass es mit dem neuen Update passiert ist? So, jetzt bin ich mal gespannt, was das jetzt wird hier. Sei gegrüßt. So, dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Callisto, Verteidiger. So, schau mal, was jetzt hier handelstechnisch angeboten wird. Nur mal so als Gag. Energiezellen können wir nicht. Obwohl das eine Containerladung ist. Was, wir haben noch... Moment. Wir haben nichts. Wir könnten Energiezellen. Könnten wir reinladen? Nee, könnten wir nicht. Weil die keine haben, ne? Aber die sagen auch nichts. Hier können wir gar nichts reinladen. Wir haben auch im Container haben wir auch nichts. Im Grunde ist es mehr oder weniger verrückt. Wir gehen am besten mal ins Teladegebiet. Oder wir schauen nochmal bei Missionen, ob wir hier was haben. Boost. Missionen. So, wir schauen hier nochmal. Ja, das sind wieder die Informationen, ne? Aber da ist keine Handelsmission dabei. Patrouillieren. Aber mag ich jetzt nicht mit dem hier. Nee. Mag ich weiß Gott nicht. So, pass auf. Dann gehen wir jetzt mal wieder ins Teladegebiet. Und zwar am besten zu profitabler Handel. Und dort schauen wir uns mal um. Was haben wir denn hier? Fabriken. Quantumsröhren. Jede Menge Quantumröhren. Keine Ahnung, ob wir damit handeln. Können wir da irgendwas? Warte, wir gehen einfach mal hin. Und dann steht dort Wareneinkauf von Grafen.
Nee, halt Verkauf von Quantumröhren, ne? Und Quantumröhren, die kann man doch bestimmt im Container mitnehmen. Seife, gehen jetzt mal dahin. 224. Die Frage ist nur, wo um alles in der Welt können wir die dann wieder verkaufen? Versteht ihr? Reisemodus aktivieren. Gut, dann landen wir mal an. Sieht sehr schlechte Entfernung hier. Ob man natürlich, ich habe natürlich keine Ahnung, was wir mit diesen Quantumröhren machen. Ob da überhaupt was geht. Reisemodus deaktivieren. Landeerlaubnis. Andockerlaubnis erteilt. Dieb, haltet ihn auf. Nächster Feind. Du bitte Split nicht töten. Container ins Schiff. Container ins Schiff holen. Wo ist denn der Container hin? Verdammt, ich sehe ihn nicht. War doch ein Container, oder? Mist. Sei es drum. Split? Danke für Ihre Hilfe. Kein Problem. Erfolgreich angedockt. So. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Ja, Quantumröhren. Wie viel habt ihr denn von den Dingern? Ja, jetzt genug anscheinend. Ja, wie viel kosten die? 222. Jetzt schauen wir mal. Nee. Karte? Sieht man irgendwo, dass man die irgendwo verkaufen könnte? Zum Beispiel, was weiß ich, irgendwo hier drüben eine Sonnenfabrik. Energiezellen wollen die. Teladium. Wenn wir vielleicht davor mal schauen sollen, ne? Wir brauchen gar nichts. Kann man das besser einschätzen? Kann man das irgendwo? Ich schau mal ein bisschen alleine. Wer weiß, wer das braucht, ne? Kein Mensch. Am Ende kein Mensch. So eine Quantumröhre. Hüllenteile brauchen sie alle. Wer braucht Quantumröhren? Probieren wir es mal hier. Ist jetzt nicht der große Gewinn, aber unser erster Flug. Nehmen alles, was wir haben.
an Quantumröhren hier mit und schauen. Merkt euch mal. Merkt euch mal tatsächlich. 202. Oh, die sind billiger geworden. Wir knallen das Ding voll. Wir schauen trotzdem nochmal. Wir können nicht abdocken. Achso, weil die. Alles klar. Jetzt. Die haben nur erstmal geladen, das Ganze. Finde ich in Ordnung. Boost. Missionen. Nur mal als Gag, was die hier für Missionen haben. Da ich keine Ahnung, was das bedeutet hier. Wir müssten es vielleicht mal machen, ne? Price Dumping. Schürfen, ne? Ich glaube, wir bräuchten erstmal einen Schürfer. Ich glaube, das ist unser erstes Schiff, was wir uns. Nur, das kostet bestimmt auch ewig viel. Ich glaube, unser erstes Schiff, was wir brauchen, ist ein Schürfer. Falls wir nochmal ein Konstruktionsschiff sehen. Schürfarbeiten. Jetzt wieder so ein Satellitennetz aufbauen, ne? Ja, erstmal nicht. Oh, hier ist unser Kurierverteidiger. Schön. Den habe ich ja mitgenommen. Und dann wäre das jetzt unser erster Handelsflug. Wenn ich irgendjemals dort ankomme, wo ich ankommen will. Hä? Hallo? Ich fliege 5000 Mal im Kreis. Karte. Ja, ist doch alles gut. Wieso? Wollt ihr mich vergeiern? Ein Sinn, oder? Ich komme nicht zu meinem Missionsziel. Warte mal, wir machen es mal anders. Wieso komme ich nicht zu meinem Missionsziel? Die machen mich wahnsinnig. Karte? Gerade machen sie mich wahnsinnig. Karte? Karte? Warte mal, wir sind hier, ne? Und wir wollen hin, hier, zum Superhighway. Ist der noch nicht? Und wohin wollen wir insgesamt? Wir wollen insgesamt rauf, hier rauf. Nach leuchtender. Zum leuchtenden Versprechen. Ich schau mal, ob ich es alleine hinbekomme. Eieiei. Also wir müssen mal überschlägt. Also ich habe es noch nicht überschlagen. Aber wenn man es überschlagen würde, also es waren, glaube ich, das eine waren 220, das andere waren 250. Das ist ja noch. Puh, wie viel Gewinn ist denn das? Reisemodus deaktivieren. Im Grunde, wenn ich es mal recht bedenke, wenn ich es mal so richtig bedenke, gar nichts. Landeerlaubnis. Wo kann man denn hier überhaupt
anlanden. Landeerlaubnis? Andockerlaubnis erteilt. Ah, danke. Hätte ich nie gefunden. Wir schauen mal, wie viel wir jetzt Geld haben und danach. Wir werden sehen. Das ist das Quantumröhrengeschäft ist jetzt nicht das profitabelste Handelsgeschäft. Erfolgreich angedockt. Sag ich euch. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Oh, und die sind auch noch runtergegangen von 250. Das ist traurig. Wie viel haben wir Geld insgesamt? 1.647.000. Ach, die wollen gar nichts. Jo. Die haben noch nicht mal eine Verwendung dafür, für unsere Quantumröhren. Danke. Vielen herzlichen Dank. Das war mehr als enttäuschend. Mehr als enttäuschend. Missionen? Oh, die Waffenteile, die sind noch da, die wir nie. Aber das. Die Lebensmittel, die sind weg. Was ist denn das hier eigentlich? Der Pfad zum Profit, der Teller, die Handelskirche steht in Profilhaltung zum Schutz unserer Güter. Hm. Weiß denn nicht, was es sein soll hier. Ne? Schwierig zu sagen. Oh ne. Jawohl, das ist eine schöne Aufgabe eigentlich. Ist es die hier? Ne, Hüllenteilefabrik. Oder sind wir hier auf der Hüllenteile? Nee, ne. Wo steht denn das, wo wir sind? Das ist ein bisschen übersichtlich. Ja. Ja. Ja, komm, das machen wir trotzdem hier. Auge um Auge. Mit wem legen wir uns denn da an? Mit Dieben eigentlich nur, ne? Ich wusste, dass ich auf sie zählen kann. Gleich da drüben die nächste. Ips, ist dort vielleicht. War ein Einkauf? Nee. Keines sucht hier Quantumröhren. Doch die hier, oder? Nee, auch nicht. Keines sucht Quantumröhren. Quantumröhrengeschäft, ich sage euch ja, das Quantumröhrengeschäft ist echt in der Krise. Oh man. Das können wir voll vergessen, das Quantumröhrengeschäft. Boost? Reisemodus aktivieren.
Oder wenigstens ein bisschen Profit machen. Ne? Im Abschießen von kriminellen Machenschaften. Reisemodus deaktivieren. Nächster Feind. Scan-Modus aktivieren. Nächster Feind. Nächster Feind. Kriminell. Hier ist er. Ach nee, das ist. Container an Bord holen. Container ins Schiff holen. Kein Container, das ist das Wrack, alles klar. Ich habe gedacht, das sind die Container. Mist. Container ins Schiff holen. Container ins Schiff holen. Wie ging das noch? Was haben wir jetzt eigentlich aufgenommen? Agnostik! Na klar! War ja klar. Hydraulische Pumpen. Okay. Eieiei. Ich sag euch eins. Nächster. Nee, braucht man gar nicht zu schauen. Da ist es schon. Was haben wir hier? Maya gibt. Keine Ahnung. Nehmen wir, was wir kriegen. Oh, hier. Ich werde dein Konto schließen. Stopp diese Drohne! Was? In Ordnung. Strafregister wurde aktualisiert. Nee. Ihr Idioten. Weil ich eure komische, durch 1000 Schutzschilde gesicherte Station. Nächster Feind. Weil ich die geritzt hab, oder was? Ihr seid solche Idioten. Bitte mit Schießen aufhören! Die Frage ist, kommt hier jetzt Polizei und erschießt uns? Was ist das hier? Oder höre ich auf gegen jemand anderen? Schmugglerschiff in der Nähe entdeckt. Ja, viele Kriminelle. Vor
allen Dingen lassen die sich abschießen wie... wie die fliegen. Ah, das letzte dann gemacht. Nicht, dass wir hier nach... Karte. Wir gehen mal... Ich hoffe, wir haben nicht den ganzen Sektor aufgescheucht. Wir machen mal anderes. Langstrecken-Scan-Modus aktivieren. Reisemodus aktivieren. Ja, wir haben bestimmt eine illegale Fracht. Ihr habt recht. Ich wüsste jetzt nur nicht, was illegal ist. Wir haben jetzt einfach alles aufgenommen. Steht jetzt immer mit dran? Ich war da ein bisschen außen vor, wisst ihr. Reisemodus deaktivieren. Langstrecken-Scan-Modus aktivieren. Reisemodus aktivieren. Was mag denn das sein? Reisemodus deaktivieren. Langstrecken-Scan-Modus aktivieren. Aber was ist das, ne? Weil das hat so ausgesehen, wie wenn das hier in der Nähe war, wisst ihr? Reisemodus aktivieren. Dann immer einfach so weit fahren, dann... einfach in die Mitte nehmen, bis wir auf irgendwas draufprallen. Was zeigt der an? Das ist null. Da kommt auch nichts, oder? Datenbank Universum. Nutzung von mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Schiffen, um es der Erdbevölkerung zu ermöglichen, andere Welten zu besiedeln, sendete Schockwellen durch die wissenschaftliche Gemeinschaft. Viele argumentierten, dass dieser Schritt die Geschwindigkeit des Terraforming-Prozesses massiv beschleunigen würde, ohne dabei Rücksicht auf die erhöhten Konstruktionskosten nehmen zu müssen. Es war in der Tat unstrittig, dass dies große ökonomische und soziale Vorteile für die Menschheit haben würde. Andere fragten, ob der Einsatz wirklich intelligenter Maschinen nicht sogar Sklaverei wäre. Es folgten unzählige Diskussionen über die Definition der Empfindungsfähigkeit. Das Ende des Terraformer-Projekts kam, als Mathematiker und Programmierer Reisemodus deaktivieren, dass aufgrund der eigenständigen Entwicklung der Maschinen sich deren Karte. Programmierung änderte. Wodurch eine Änderung ihrer Ziele nicht ausgeschlossen werden konnte. Dies, so wurde argumentiert, stellte eine tiefgreifende Gefahr für jegliches intelligente Leben in der Galaxie dar. In 2099 AD ordnete die Weltregierung die Einspielung eines Selbstzerstörungsprogramms in die Software der ersten, zweiten und dritten Terraformer-Flotte an, was die sofortige Zerstörung aller Terraformer-Einheiten zur Folge haben sollte.
bin hier mitten am Rande der Galaxie. Da kommt mein Verteidiger. Reisemodus aktivieren. Quantumröhrenwandtrafer, ob wir welche verkaufen können. Und mit was für einem Preis? Wir werden auf alle Fälle jetzt beenden, die ganze Chose. Es ist noch nicht in Sack und Düden, ne? Was wir hier machen. Wir bräuchten so ein Konstruktionsraumschiff, damit wir endlich mit unserem Dock vielleicht weiterkämen. Wäre vielleicht eine Idee. Reisemodus deaktivieren. Landeerlaubnis. Andockerlaubnis erteilt. Was ist denn das hier? Ach, das ist die konstruierende was ran, oder? Ja. Wo alles in der Welt ist hier die. Ist hier das Andock? Erfolgreich angedockt. Wir sind erfreut, Sie an Bord zu begrüßen. Oh. Nanotronic verkaufen die. Ja, aber es bringt uns halt trotz alledem nicht die Welt. Trotz allem, ne? Ist es jetzt nicht die, aber es war schon mal 240 hatten wir und hier, das war schon ein gutes Angebot. Finde ich. Und wo sind jetzt die Quantumröhren? Hier. 333. Ne? Ich meine, wir könnten hier einen Captain einstellen und könnten immer hin und her fliegen lassen, das Ganze. Solange wir was anderes machen. Aber den großen Reichtum werden wir wahrscheinlich nicht gewinnen. Wir schauen, was wir noch verkaufen können. Das machen wir heute noch. Das ist das Letzte. Und dann machen wir erstmal Schluss. Müssen wir schauen, was wir noch machen können. Ist eigentlich, landet hier unser Kurier auch mit? Oder bleibt der im Orbit? Frag ich mich da. Ah, da kommen doch Schiffe, schaut her. Das war halt ein bisschen ein anderer Planet, wo nicht so viele Schiffe kommen. Ne, das passt schon alles. Aber wo ist. Hallo! Na, das sehen wir ja im Grunde gleich. Hallo, Entschuldigung, dass ich so unfreundlich war. Nee, der ist nicht hier.
Und wenn wir den jetzt... Wir schauen mal, ob wir den andocken lassen können. Würde mich mal interessieren. Karte? Karte? So, hier ist er. Oder der kommt noch. Ist vielleicht ein bisschen langsam. Und jetzt... Nee, der bleibt hier oben stehen. Ist so eine Station. Ich will doch keine Station. Ich will doch meinem Raumschiff... Oh, man. Wirklich. Manchmal... So, wie kannst du hier andocken? Setzt sich schon in Bewegung? Ein bisschen langsamer. Jetzt. Schau mal. Ob wir ihn sehen, dass er reinkommt. Kann man es noch nicht vorstellen, aber okay. Seht ihr irgendjemanden reinkommen? Vielleicht kommt er aber auch auf ein ganz anderes... Normalerweise müssten wir ihn sehen. Ne? Aber wer weiß, wo der landet. Dort! Tatsächlich, schaut hin. Dort landet er. Schön. So, ich glaube, ich habe es zu verkaufen, mein Freund. Hallo. Yeah. Bitte sehr. Ach ja. Nee, die Steg, die lasse ich mal tatsächlich bei mir. Aber den... Der bringt richtig Geld, der Singularitätsantrieb. Interface-Einheiten. Okay. Fruchtsalat. Bin ich mir gar nicht sicher, ob wir das... Seltene Gewürze, bitteschön. Hier haben wir noch einen Sicherheitsbehälter. Hier haben wir Algenbürsten, danke. Druckfilter. Wir haben, glaube ich, noch irgendwas Illegales an Bord. Keine Ahnung. Was? Das hier? Ist es illegal? Nee. Wahrscheinlich brauchen wir es irgendwann wieder. Jetzt verkaufe ich es. Ne? Ist halt das Blöde. Okay. Schaut mal hin. Das hat 238.000. Das hat mehr gebracht als alles andere. Gute Profit Ihnen. Was wir bisher gemacht haben. So, dann müssen wir mal schauen, was wir das nächste Mal machen. 7 inaktive Missionen haben wir. Wieso 7 eigentlich? Missionen? Wieso eigentlich 7? Wir haben einmal herumschnüffeln, die Struktur. Drei, vier, fünf sehe ich. Waffenteile. Wo ist die 6. und 7.? Das ist bestimmt das... Wieso? Das Steak, oder? Bestimmt das Steak-Ding. Mit dem Akku... Aber wo ist die hingekommen? Die 6. und 7. Mission.
merkwürdig, oder? Ich finde es merkwürdig. Da steht 7 inaktive Missionen. Übrigens haben wir eine Nachricht. Wo können wir denn die ab... Karte? Wo können wir denn die Nachricht abhören? Boah, das ist so... Hier. Oh, halt, ein paar Infos zur grünen Schuppe. Ah, Dell bat mich, einige unserer neuesten Informationen an Sie weiterzugeben, in der Hoffnung, dass Sie Ihnen bei Ihrer Aufgabe helfen. Wir wissen, wo sich eine wichtige Station des Pakts befindet. Wenn Sie es schaffen, den Wurm zu initiieren, landen Sie wahrscheinlich einen großen Treffer. Das ist eine Fabrik hier. Schau mal, wo die ist. Die ist gar nicht so weit weg hier. Könnten wir tatsächlich mal angehen. Können wir hier in Light? Einen Leitstrahl initiieren? Bringt uns wahrscheinlich nicht viel, ne? Ich sag ciao ciao vorerst. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Müssen wir schauen, wie wir das machen. Ne? Was ist denn das eigentlich hier? Ach so, wir sind schon an der richtigen Position. Ja, aber nicht wirklich, oder? So richtig nicht wirklich. Haben die uns eigentlich das Ding versenkt? Frag ich mich. In einem. Oder steht es oben? Schau mal oben, was da so rumsteht. Okay. Ich sehe hier nicht mein... Das haben sie bestimmt hier versenkt, in der Tiefe der Nacht. Kann man das einfach so rausholen? Also hier dran, an dem Terminal nicht. Den Terminal hier? Schauen wir mal. Wo habt ihr denn mein Schiff hin? Wo habt ihr denn mein Schiff hin? Oh man, das ist doch hier irgendwo gelandet, oder? Wo ist mein Captain? Schau nochmal. Merkwürdig, oder? Verrückt. Absolut verrückt. Na gut, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Wenn man hier nicht weiß, wo... Also es ist ziemlich kompliziert hier bei euch. Muss ich jetzt mal wirklich tatsächlich sagen. Ich sag ciao, ciao.